die Mönche haben halt in der Starkbierzeit Bier getrunken und nicht Cannabis geraucht. Hey Leute, es ist gar nicht mal so viel Zeit vergangen seit den letzten Aussagen von Daniela Ludwig und schon wieder gibt es neue und das sogar in Videoform. Und zwar hat unsere neue Drogenbeauftragte sich in einem Interview des OVB einigen Fragen über Cannabis und Alkohol gestellt, in denen die ein oder andere Aussage zwar schon im Vorfeld von ihr getätigt wurde, worüber ich im Übrigen auch schon Videos gebracht habe, aber es auch ein paar Aussagen gibt, die wir so noch nicht gehört haben. Daher schauen wir uns diese Aussagen heute mal im Video an. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der Antwort auf die Frage, was sie von der Drogenpolitik in den Niederlanden hält. Ich weiß aus meinen Gesprächen mit den niederländischen Kollegen, aber mit dem niederländischen Botschafter in Berlin, dass die Niederländer nicht nur ausschließlich happy sind über die Entwicklungen, die die Legalisierung dort ausgelöst hat. Nicht umsonst fährt man ja auch die Verfügbarkeit in den Coffeeshops zurück. Also an Ausländer wird nicht mehr verkauft, um genau diesen Cannabis-Tourismus ein Stück weit zurückzudrängen. Naja, also das stimmt so nicht wirklich. Bei den Coffeeshops, die nicht mehr an Deutsche bzw. Ausländer verkaufen, handelt es sich zum Großteil um Shops, die nah an der Grenze sind und somit zum Drogenschmuggel einladen. Das hat in der Tat die niederländische Regierung erkannt und hat versucht, das Problem so einzudämmen. Das hat allerdings meiner Kenntnis nach keine Auswirkung auf Städte, die mehr im Landesinneren liegen, wie zum Beispiel Amsterdam, wo man auch als Tourist bis zu 5 Gramm auf einmal kaufen darf. Zudem ist Cannabis auch nicht legalisiert, wie sie im Video behauptet, sondern wird nur toleriert, was ein kleiner, aber feiner Unterschied ist. Aber machen wir mal weiter mit der nächsten Aussage, die um die deutsche Alkoholkultur geht. Ja, dass natürlich die Alkoholexzesse mit allen ihren Wirkungen nicht schön sind, ist überhaupt kein Thema. Dass wir allerdings natürlich, ich sage es ganz bewusst, als Bier- und Weinland hier in der Tat ein Stück weit der kulturelle Entwicklung haben. Ich habe mal scherzhaft zum Journalisten gesagt, die Mönche haben halt in der Starkbierzeit Bier getrunken und nicht Cannabis geraucht. Also das Ganze findet sich schon ein Stück weit irgendwo tatsächlich in unserer Kultur. Wieder allerdings ist Exzess nicht Bestandteil von Kultur. Das ist überhaupt gar keine Frage. Deswegen glaube ich, ist es bei den legalen Drogen, Tabak und Alkohol wichtig, dass wir den Leuten sagen, es ist in einem gewissen Maße okay. Wir predigen auch nicht Abstinenz, aber wir wollen eine Genusskompetenz gerade bei den Jugendlichen heranbilden. Und im Übrigen ist es bei Tabak und Alkohol sogar sehr, sehr gut gelungen. Die Zahlen sprechen da absolut für uns. Mhm. Die Mönche haben halt in der Starkbierzeit Bier getrunken und nicht Cannabis geraucht. Na, das klang ja fast wie die Aussage unseres Gesundheitsministers Jens Spahn, der ausgesagt hat, dass Jesus Wasser zu Wein gemacht hat und nicht Gras zu schwarzen Afghanen. Also da scheinen sie ja auf einer Wellenlänge zu liegen. Sinn macht es meiner Meinung trotzdem aber nicht, da auch Cannabis schon seit Jahren zur deutschen Kultur gehört, worüber ich sogar schon mal ein Video gemacht habe. Falls es euch interessiert, könnt ihr ja mal reinschauen. Jetzt eben hat einer geschrieben, wenn man quasi vor 2 Tagen mal einen Joint geraucht hat und wird dann aufgehalten, kann man seinen Führerschein verlieren. Aber wenn man quasi am Vortag gesoffen hat, ist es dann am nächsten Tag, wenn man wieder nüchtern ist, alles vollkommen in Ordnung. Diese Kriminalisierung, die oft angeführt wird, wie stehen Sie dazu? Naja, das ist halt ein Sonderfall beim Cannabis, weil sich Cannabis im Blut viel, viel langsamer abbaut. Teilweise bis zu mehreren Wochen braucht, bis ich sozusagen den Konsum nicht mehr nachweisen kann, obwohl er Wochen zurückliegt. Das werden wir mit dem Strafrecht nicht lösen können, denn das liegt einfach in der Natur dieser Droge, dass sie sich langsamer abbaut als zum Beispiel Alkohol. Und deswegen werden wir es über einen Straftatbestand oder Abschaffung eines Straftatbestandes per se nicht lösen können. Ich möchte weder, dass unter Cannabis Auto gefahren wird, noch möchte ich, dass unter Alkohol Auto gefahren wird. Also deswegen würde ich ganz gerne den Ball ein Stück weit zurückspielen und sagen, wenn du es schon weißt, dass es so ist, dann überleg dir, bis wann du wieder nüchtern sein möchtest und überleg dir bitte deinen Konsum, so gut es irgendwie geht. Das verlange ich von jemandem, der trinkt, und das verlange ich auch von jemandem, der tatsächlich kifft. Ja. Und ansonsten ist mir klar, dass wir an der einen oder anderen Stelle bei diesen Debatten Unwuchten haben, auch bei der Frage im Strafrecht. Und das muss man sich in der Tat erstmal alles im Detail anschauen. Und darum gilt nach wie vor mein Satz, nur der Ruf Legalisierung, ja oder nein, wird das Problem am Ende des Tages nicht alleine lösen. Dafür ist, wie gesagt, zu komplex. Ich besitze zwar selber keinen Führerschein, aber kann klar erkennen, dass die Behandlung von Kiffern im Straßenverkehr so einfach nicht fair ist. Wie sie schon sagt, kann Cannabis wochenlang im Blut nachgewiesen werden und Alkohol eben nicht. Dort müssen einfach neue Erkennungsmethoden sowie Änderungen im Strafrecht her. Denn ständig mit der Angst leben zu müssen, seinen Führerschein verlieren zu können, obwohl man gerade völlig klar ist, ist meiner Meinung nach einfach nicht gerecht. Wie ihr das seht, könnt ihr mir ja gerne schreiben. Kommen wir nun zur letzten Frage, die darum geht, warum medizinisches Cannabis nur als einer der letzten Lösungen gesehen wird und nicht als einer der ersten.
weil nach übereinstimmender medizinischer Sicht Cannabis tatsächlich nur eine sogenannte Dritt- oder Viertverordnung sein kann, weil wir keine Studien haben, die tatsächlich die Wirkung nachweisen. Ich bestreite aber nicht, dass es Menschen gibt, insbesondere Schmerzpatienten, bei denen Cannabis tatsächlich der Weg ist, der ihnen hilft. Und deswegen finde ich es richtig, dass wir Medizinalcannabis zugelassen haben, unter sehr engen Grenzen allerdings, um auch nicht den Eindruck zu erwecken, das ist jetzt dann plötzlich frei verfügbar, sondern die Fälle, die ich kenne, da haben wir sehr verantwortungsbewusste Ärzte, auch sehr ähnliche Krankheitsbilder und durchaus auch einen Wirken, Nutzen, der nachgewiesen ist. Und da finde ich es gut. Da finde ich es auch richtig. Mein Wunsch wäre, dass wir mehr hinkommen noch zu deutschem Medizinalcannabis, dass wir nicht mehr so stark abhängig sind vom Import. Und dann ist es sicherlich ein Weg, der für den einen oder anderen sicherlich gut ist, genauso wie es dann wieder andere Medikamente gibt, die genauso gut wirken können. Aber wie gesagt, es ist aus Sicht der Mediziner erst eine Dritt- oder Viertverordnung, wenn man andere Dinge ausprobiert und die gar nicht mehr gehen. Und das waren dann auch die letzten Aussagen von ihr. Also wie ihr seht, ist Daniela Ludwig noch lange nicht so informiert, wie sie es eigentlich sein sollte und weiß leider auch nicht wirklich über unsere Nachbarn Bescheid, da sie immer noch denkt, dass Cannabis in den Niederlanden legalisiert wurde, was nun mal einfach nicht der Fall ist. Was ihr über diese Aussagen denkt, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren da lassen. Über alles Weitere werde ich euch natürlich auch in der Zukunft auf den Laufenden halten. Zum Schluss bedanke ich mich wie immer dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Und falls ihr Lust habt, könnt ihr jetzt noch eins meiner anderen Videos sehen. Das würde mich jedenfalls sehr freuen. Habt alle noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.